Also, herzlich willkommen. Herr Mündrup ist da, Herr Bünker ist da. Das sind unsere Schirmherren. Und ich freue mich, dass Sie wieder da sind, weil wir kennen Sie ja schon. Und ich würde Sie fragen, was ist Ihre Motivation, dieses Festival zu unterstützen? Sie können sich gerne abwechseln. Ja, also als klares Kind der Anti-Atomkraft-Bewegung und auch der Friedensbewegung ist natürlich das inhaltliche Anliegen für mich unterstützenswürdig. Mhm. Und ich weiß ja, dass so ein Festival auch eine bestimmte Zeit braucht, damit es so richtig Schwung aufnimmt, bekannt wird und so weiter. Also von daher war mir das klar, dass das nicht eine Eintagsfliege ist, die ich hier unterstütze, sondern ich bin gerne also auch dieses Jahr dabei und die nächsten Jahre auch, damit dieses Festival sich richtig etabliert in Berlin. War ja auch letztes Jahr ein kleineres Kino, ne? Genau, aber wir steigern uns. Wir hatten ja dann auch noch zum fürchterlichen Jahrestag von Fukushima und Tschernobyl ja hier nochmal eine gesonderte Veranstaltung im Frühjahr. Mhm. Aber ja, ich glaube, es geht gut voran. Herr Bünker? Ja, bei mir ist es einfach so, wie ich in meinem Grußwort einfach auch schon geschrieben habe. Ich bin mit Atomkraft groß geworden im negativen Sinne. Ja, also ich komme aus einer Ortschaft, wo ein Atomkraftwerk als eines der ersten gebaut wurde, was man sich noch immer stolz angeschaut hat. Ich habe Tschernobyl erlebt. Bin mit meinem Hund spazieren gegangen und habe da sicherlich einiges davongetragen und fand es ein bisschen traurig, dass diese ganze Kampagne gegen Atomkraft so ein bisschen eingeschlafen ist und finde es jetzt umso wichtiger, an diesem Festival auch weiterhin beteiligt zu sein. Ich habe im persönlichen Umfeld auch die Flyer gestreut und den Leuten erzählt. Ich habe einen Freund, der Soziologe, und er sagt, ganz ehrlich, ich habe eigentlich mit dem Thema nichts zu tun. Oder ich weiß, es ist ja so gefährlich, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich dem nähern soll. Und ich glaube, das ist eine Menge Arbeit, die da vor uns steht. Ne? Trotz der vielen Arbeit, die ich habe, versuche ich mich so gut wie möglich möglichst einzubringen. Ja, also schön, dass Sie wieder da sind. Sie wollten gerade erzählen, dass Sie gerade in Fukushima wieder gewesen sind? Das erste Mal. Also die Umweltministerin Barbara Hendricks war in Japan zum G7-Umweltgipfel und da gibt es dann als Bundestagsabgeordnete die Möglichkeit, oder sie hat die Möglichkeit, aus jeder Fraktion einen Bundestagsabgeordneten mitzunehmen und hat mich aus der SPD-Fraktion mitgenommen. Und im Anschluss an den Gipfel haben wir an einem Tag Fukushima besucht. Mhm. Und das war wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung, wenn man ganz nah an diese Reaktoren herankommt, die man aus dem Fernsehen kennt, wenn man überhaupt nicht weiß, wie gefährlich das ist. Wir hatten natürlich Dosimeter. Mhm. Wenn man dann Tausende von Menschen in Schutzanzügen herumlaufen sieht und wir haben uns das dann auch erläutern lassen und sieht, was da gerade im Augenblick passiert, dass sie gar kein radioaktives Wasser mehr im Augenblick einleiten können und eigentlich im Augenblick einen Behälter nach dem anderen, riesige Behälter bauen, um dort radioaktives Wasser, was mit Tritium verseucht ist, zu lagern. Mhm. Und sie wissen überhaupt nicht, wie das weitergehen soll. Und ist auf jeden Fall, wenn man da einmal gewesen ist, weiß man, dass die Atomkraft keine Zukunftstechnologie ist. Mhm. Und man muss die Japaner jetzt natürlich auch dabei unterstützen, dass sie diesen Irrweg auch nicht mehr weitermachen. Mhm. Und das Interessante ist, in dieser Woche findet ein deutsch-japanischer Energiedialog statt, den ich auch mit unterstützt habe, wo es einen deutsch-japanischen Rat für die Energiewende gibt. Und die diskutieren, wie kann man die Energiewende in Deutschland und Japan zusammenkriegen. Denn die Japaner wollen ja, anders als die Deutschen, noch an der Atomkraft festhalten, aber es gibt ja viel sicherere Alternativen. Und das Verrückteste in diesem Jahr war, dass ich in Speyer war. Dort fördert die japanische Regierung ein Mieterstromprojekt. Mhm. Während wir uns in Deutschland mit Mieterstrom sehr schwer tun, da haben wir jetzt mal endlich als Bundestag noch was hingekriegt, aber die Regierung hat sich lange Zeit schwer getan, gibt Japan in Deutschland Geld für ein Mieterstromprojekt. Mhm. Das heißt, wir müssen auch die Alternative zur Atomenergie aufzeigen, weil ansonsten kriegen wir sie nicht weg. Okay. Dann gibt es gleich nochmal für die Leute im Saal auch nochmal die Informationen. Genau, natürlich. Ne, noch berichten. Auch dass es mehr Leute wie Sie gibt. Okay, dann gehen wir mal rein. Danke fürs Interview. Vielen Dank.